zwar schon, aber die neuen Sitze sind ja komfortabel. Ich bin immer so schmerzhaft, Bro. Okay. Ja, schmerzhaft wird auch die Fahrt. Ich freu mich schon darauf, wenn er seine Düsen zieht. Okay. Na gut, Öl habe ich das so gehört, habe ich das mal gehört. Hey! Wuhu! Wuhu! Ja, Time! Okay. Bonjour, everyone. Einzige Booster-Anwalt sein dieses Jahr, nicht so wie letztes Jahr auf dem Pannengast, wo es gerade davon gab. Einfach aus dem Grund, weil der Booster-Max außerhalb vom Familientag 9 Euro nimmt. Ich schon dachte, sink in. 9 Euro für eine repetitive für ein repetitives Fahrerlebnis. Und nur 1 Euro weniger als die größte fucking Kirmesachterbahn der Welt. Und jetzt am Familientag sind es trotzdem immer noch 6 Euro, was immer noch verdammt viel ist. Also die Aussicht nach vorne ist jetzt nicht so cool wie letztes Jahr, aber hey, man sieht da links Ghost Rider, eine weitere Obzocker, genauso wie Booster. Und das war es eigentlich auch schon mit Abzocken. Und unter uns befindet sich das beste Fahrgeschäft der Welt. Love ya, Topspin. Okay. Ich könnte dieses Fahrgeschäft eigentlich heiraten. Ich könnte Topspin eigentlich heiraten, so sehr mag ich es. Ja, dieses Fahrgeschäft wird auch von den Luxemburgern geliebt. Es ist mit dem 9-Euro-Price-Tag wohlgemerkt. Selbst dann immer noch das beliebteste Fahrgeschäft auf der Flora. Und wisst ihr, was das bedeutet? Richtig. Sie werden nächstes Jahr nochmal mehr Geld drauflegen, weil das Fahrgeschäft immer noch gut läuft mit 9 Euro. Besonders gut bei den Asis und bei den Bonsen. Ich will nicht wissen, wie viel Geld sie machen mit einem 9-Euro-Price-Tag. Oh.
Scheiße an. Ja, bonjour. Thank you.